Hey, ich melde mich jetzt doch mal ganz kurz handheld. Und zwar war ich ja endlich mal wieder auf Dynamagic. Letztes Jahr ging es ja leider nicht. Und dieses Jahr bin ich da nicht wieder hingekommen. Und bin einkaufsmäßig ein kleines bisschen eskaliert. Aber ich zeige euch einfach gleich mal eine Kollektion, was ich mir alles mitgebracht habe und was ich mir so für Autogramme geholt habe und so weiter und so fort. Einzelunboxings dazu kommen natürlich auch noch. Aber ich sag mir jetzt auch gerade, ich habe mir auf der Dokumi nicht wirklich was gekauft, außer ein paar Artprints. Das heißt, das wird schon okay sein. In dem Sinne. Dann fangen wir auch mal an. Ich habe einige Beutel. Das hier ist der erste quasi. Das ist von Universum bzw. Leo 9 Anime, heißt ja. Ein Beutel. Hätte man dort kaufen können. Ich habe ihn bei dem Kauf quasi mit dazu bekommen. Drin ist noch ein zweiter Beutel. Den habe ich bei dem kleinen Gacha-Automaten bei Animoon bekommen. Und zwar von Gushing Over Magical Girls. Dazu zeige ich euch dann später auch noch was. Was haben wir noch alles drin? Böse Maker habe ich das nicht mal geholt. Wer mir noch nicht auf Instagram folgt, Link dazu in der Videobeschreibung, folgt mir da gerne. Dann habe ich bei den Ichiban-Kuchi Sachen mitgemacht. Bei Figuya. Da waren ein paar Sachen. Einen Bund habe ich. Eine Bunny Ram. Und irgendwo müsste eigentlich noch was. Ah, hier. Ich habe ein Band und eine Anhänger. Eine kleine Tüte. Die ist ja nebensächlich. Auch eine Werbung wegen Make-up. Kapsel, was habe ich hier noch? Nichts weiter. Leere Gummibärchentüten. So, aber jetzt wird es interessant. Und zwar habe ich mir gleich. Das wird dann auch unboxingmäßig in nächster Zeit zu sehen sein. Die komplette zweite Staffel von The Sense Magic Power ist omnipotent geholt. Und dann gab es eine Aktion, nimm 4, zahl 3 oder so. Und zwar habe ich nochmal die komplette Evangelion, also Rebuild of Evangelion Reihe auf Blu-ray mir geholt. Die hatte ich ja bisher nur auf DVD und der Förderfilm hat mir bisher da auch gefehlt. Was haben wir hier noch? Noch irgendwelche anderen Sachen. Ups, da. Krieg ich das mehr drauf. Und dann ist sogar der erste Beutel schon durch. Das ist. Nee, da war noch was. Ach, noch ein Doxels-Aufkleber. Ist sogar so ein Beutel, den man schön klein machen kann und quasi immer dabei haben kann. Ich mach's jetzt mal nicht ganz rein, aber das kann man sich dann quasi so zusammenziehen und hat dann einfach so ein Knäuel. Hier hatte ich übrigens schon mal reingeguckt. Da ist ein Echidna-Teller drin. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Aber ich zeige euch einfach mal der Vollständigkeit halber. Ist sogar richtig hochwertig. Süßes Ding auf alle Fälle. Damit es nicht kaputt geht. Packe ich lieber gleich wieder rein. Das ist dann nämlich am sichersten. Gut, der erste Beutel ist durch. Ich hole mal den zweiten. Da ist nämlich ein bisschen mehr drin. Moment mal, eigentlich hatte ich noch einen Beutel. Den hatte ich vergessen bereitzulegen. Jetzt liegt er schon bereit. Ja, hier ist ein Poster drin. Das war nämlich eigentlich noch ein anderer Beutel. Das ist ein bisschen zerknickt jetzt leider. Ein Digimon-Poster. Ich hoffe, man kann es so sehen. Ein bisschen enger zusammen, dann sollte sich das auch wieder ein bisschen gerade ziehen alles. Ist halt immer schwer irgendwie auf Cons, Poster und Beutel, Menschenmassen. Das verträgt sich. Das sind alles so Faktoren, die sich zusammen nicht so gut vertragen. Jetzt habe ich quasi auch mein erstes Highlight, beziehungsweise eigentlich war es sogar das letzte Highlight, weil das am Sonntag noch war. Und zwar habe ich mir, es geht nicht um die Poster, sondern das, was ich da an Sicherheit gebracht habe. Bin ich noch kurzfristig bei der Blue Exorcist Signierstunde reingekommen. Dann seht ihr den kleinen süßen Kuro da in der Mitte. Wurde sogar noch gezeichnet. Deswegen
habe ich die Busse dafür geopfert, um das sicher nach Hause zu bekommen. Und ich habe es auch jetzt bis jetzt ohne Schaden herbekommen. So, dann gucken wir mal weiter. Hier habe ich Blackjack Mutation. Das hatte ich bei na, quasi bei der Tombola bei Nippon Art gezogen. Und passend dazu habe ich von Hardball Films Blackjack OVA bekommen. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ja, also Hardball kann ich euch auf alle Fälle auch empfehlen. Die bringen jetzt viele ältere Sachen raus. Und da hoffe ich mal, unterstützt die Jungs gerne, dass die, auch wenn es nur untertitelt sein könnte, vielleicht noch den Rest von Decay Man rausbringen. Dann war ich noch bei Akiba Pass bzw. Peppermint Anime und habe mir da den schicken Schuber hier noch geholt. Und zwar Sword Art Online, The Movie Progressive Area of a Starless Night Limited Edition. Wer entscheidet über die Namen bitte? Wer? Dazu habe ich noch einen schönen Mito. Münze-Button bekommen, ist wirklich echt schwer. Dann habe ich noch so kleinere Aufsteller mir geholt. Einmal das Dreiergespann aus Fat Kai Lightliner, die fand ich einfach ultra cute, die wollte ich ja schon immer haben. Und dann eine Nasuna, aber das ist tatsächlich nicht für mich, sondern für eine Freundin gedacht. Dann war hier noch so ein Katschen mit dabei mit einem Gutscheincode. Dann habe ich den Dark Souls Redemption Manga geholt. Das hat noch einen Grund, darauf gehe ich nicht später nochmal ein. Was haben wir hier? Hier habe ich noch ein Sticker-Sheet bekommen mit Chainsaw-Man-Charakteren. Da ist am Ende ein bisschen geknickt, aber lässt sich ja gerade drücken. Gab es, glaube ich, in Verband mit den Chainsaw Man Volume 2? Garantiert bestimmt. Ich habe nicht nachgefragt. Die haben mir das einfach mit reingepackt. Vielleicht haben sie bei jedem mit reingepackt. Dann dachte ich, das ist jetzt Crunchyroll Loot quasi. Mushoku Tensei, das erste Volume, das erscheint jetzt auf Disc. Dann Hell's Paradise, das erste Volume, da haben wir viele Positives von gesagt. Berichtet. Dann gab es noch einige ältere Releases, ein bisschen billiger. Die schicke Box hier für 5 Euro. Mirai für 7 Euro und ganz Juro, also für 3 Euro habe ich gesagt, nehme ich mit. Crunchyroll will scheinbar die Spuren von Kase beseitigen. Dann habe ich hier noch einen Mushishi-Fächer. Ist auf der Rückseite noch. Ah, der Suicide Squad bringt der Polyband auch raus. Was habe ich hier noch drin? Nur den Kassenzettel. Und das war's. Also hier übrigens noch die Türe. Falls euch das ganz interessiert. Patch Number 8 bin ich echt gespannt, wie es weitergeht. Dann Beutel Nummer 3 ist jetzt der KSM-Beutel. Da habe ich auch ein bisschen was geholt. Upsala. Nochmal eine Dark Souls Aufkleber. Ja, also auch mal Aufkleber. KSM-Gummibärchen sind mit drinne. Nochmal Gummibärchen. Einen Digimon Pappaufsteller. Das war dieses Jahr ganz groß auch mit vertreten. Ich meine, ich will Digimon auf alle Fälle nur nachholen. Muss ich mal machen. Dann habe ich mir den Lycoris Recoil Manga geholt. Das ist so. Sie habe ich ja sogar auch am Samstag gecosplayt. Da haben sie sich sogar gefreut, wo ich mir den Manga da geholt habe. Empfehlung, schaut euch auch den Anime an. Ich hoffe, dass der noch rauskommt. Dann haben wir hier noch irgendeine von dem Digimon Card Game. Was? Nochmal Dark Souls. Eine Rechnung. Rechnung interessiert keinen. Dann habe ich mir den Film Paprika geholt. Wollte ich schon immer mal gucken, weil da ja irgendwie viele Inspirationen von seitens Inception auch genutzt wurden. Dann hier Blue Sky auf Blu-ray. Pflichtprogramm, der vierte Film von Girls und Panzer, das Finale. Und Lonely Castle in the Mirror, habe ich schon so ein paar kurze Ausschnitte gesehen, hat mich immer interessiert, woher ist das? Dann habe ich den Film rausgefunden, habe nirgendwo gefunden, habe gesehen, dass der bei KSM erscheinen wird.
Und jetzt ist er da mit so schönem Wackelbild. Aber wie gesagt, auf die einzelnen Releases gehe ich dann in Einzel-Unboxings mehr ein. Und wie ihr schon sehen könnt, werden da, denke ich mal, ein paar Videos kommen. Jetzt muss ich einen kurzen Cut machen, weil gleich die maximale Aufnahme durch war. Dann habe ich mir das erste Volume von I'm Quitting Hearing geholt. Lustigerweise habe ich das zweite Volume schon seit gefühlt einem Dreivierteljahr rumliegen, weil es einfach in der Box gelandet ist von muss noch ausgepackt werden. Und wo ich es dann mal auspacken wollte, habe ich gemerkt, shit, ich habe das zweite Volume geholt, weil ich habe das mit dem Sammelschuber gegriffen und dachte, das wäre das erste, aber jetzt mittlerweile ist ja einigermaßen normal, dass beim letzten Volume der Sammelschuber mit dabei ist. Und dann habe ich das noch nachgeholt. Und dann vielleicht die Love Life Phase noch ein bisschen aufleben lassen. Johanne de Parillon, Sunshine in the Mirror. Das erste von zwei Volumes. Und da bin ich auch schon gespannt. Da habe ich auch noch die Spiele offen. Da hatte ich auch mal überlegt, die vielleicht zu streamen. So, und dann gab es anlässlich des 25-jährigen Digimon-Jubiläums natürlich auch noch einen Special Beutel. Gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Tüte und dann habe ich noch eine Kiste. Und zwar gab es so ein Nisin, war sehr groß. Das habe ich jetzt hier die Tüte gepackt. Da gab es auch einige Sachen. Tatsächlich war ich an dem Stand dann am Ende, wollte eigentlich noch gekochte Nudeln, weil ich Hunger hatte. Habe zuerst die nicht gekochten bekommen. Dann bin ich nochmal hin, habe nochmal nicht gekochte bekommen. Dann hatte ich gefragt, ob sie die, wie soll ich sagen, die Kleinportion noch haben. Die waren nämlich immer gekocht, haben sie gemeint, nein, haben sie nicht mehr. Haben sie mir das in die Hand gedrückt, war auch nicht gekocht. Und dann ist noch einer in Gang gekommen und der hat mir auch noch was in die Hand gedrückt. Das heißt, naja, zumindest speisemäßig bin ich erstmal eingedeckt. Gut, dann muss ich jetzt mal ganz kurz ein kleines bisschen Platz schieben, weil wir uns gleich den Inhalt der Kiste noch angucken. Gott. Ich glaube, ich bin viel zu sehr eskaliert, aber naja, Animagic ist noch einmal im Jahr. Das haben wir, das haben wir. Guck ich mal, ob der Platz reicht. Und dann habe ich das hier. Das ist übrigens das Programmheft. Ich glaube, das ist das, was ich die, ja, mit den Eselohren. Das ist das, was ich den ganzen Tag immer dabei hatte, um mal nachzugucken, welche Zeiten sind. Da ist immer nach direkt nach dem Reingucken quasi wieder vergessen habe, wann es eigentlich war. Das ist noch ein Fächer, der mit in dem KSM-Beutel war. Also ich habe hier jede Menge Fächer. Ja, Berserk-Fächer mit Holz. Dass es auf der Con erlaubt wurde, aber mit den Sicherheitsregeln, das ist sowieso so ein eigenes Thema. Eine Anime-Messe Babelsberg und ein Anime-Festival Kassel-Fächer. Was habe ich hier noch drin? Ah ja, beim Crab-Essen hatte man so einen Artprint von The Danger in My Heart bekommen. Und zu den ganzen Evangelion-Sachen ist noch irgendwie so ein Heft dabei gewesen. Das habe ich dann im Beutel entdeckt, gar nicht gemerkt, dass sie das mit reingepackt hatten. So, jetzt muss ich mal einen kurzen Schluck trinken, das heißt, ich mache nochmal einen kleinen Cut. So, dann machen wir das mal weg und gucken in die Kiste rein, würde ich sagen. Oder ist die Kiste? Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie wir es machen. Hier oben habe ich schon ein Poster noch bekommen von Descent Magic Power ist omnipotent. Das ist zweiseitig. Auf der anderen Seite ist noch der Junge und der Reiher. Ach, dafür habe ich tatsächlich die Kamera sogar extra mal auf eine Schnellplatte gepackt, weil jetzt kann ich euch das einfach mal ganz kurz zeigen. So sieht das von der einen Seite aus. Und dann kann ich euch auch noch die andere Seite zeigen. Ah, ich bin nicht mehr der Jüngste. Jedes Bücken bringt einen näher an den Tod. Und dann haben wir hier das Poster. Ich war nämlich so der Meinung, jetzt warte ich aus Versehen, die Aufnahme beendet, hat mich überrascht. Ich war nämlich eigentlich der Meinung, dass es noch eine Weile dauert, bis die zweite Staffel erscheint, aber dass es jetzt schon komplett da war. Ich habe halt doch ein bisschen unterm Stein gelebt. Dann habe ich jede Menge Like God Rest Recoil Poster, weil ich war nämlich noch an den Stand und haben gesagt, nimm mit, pack ein, wir wollen das nicht wieder mitnehmen.
Das heißt, falls jemand was braucht, meldet euch, sagt Bescheid. Ich zeige euch auch gleich, wie so eins aussieht. So, machen wir das mal auf. Wie gesagt, absolute Empfehlung meinerseits. Wenn ihr den Manga euch nicht holen wollt, schaut den Anime an. Und umgekehrt natürlich genauso. So sieht das nämlich aus. Was haben wir hier noch? Manga-Kult. Werbung, ist das oben Poster? Nee. Hä? Ja, doch. Mit. Okay, das ist auch ein riesiges Poster. Coffee Moon. Habe ich tatsächlich Interesse halber mal mitgenommen, weil da gab es nämlich eine Con-exklusive Edition. Klang interessant. Ja, hier noch Nanako und Kaoru Poster. Nochmal Lycoris Recoil. Ich weiß halt nicht, wie safe die Nanako und Kaoru Poster sind. Wobei, geht eigentlich. Ist jetzt nicht so schlimm. Gut, jetzt hätte es wahrscheinlich auch gar nicht so offen auslegen dürfen. Das hier durchaus mal beiseite. Dann, das hier müssten kleine Dungeon Mechi Poster sein. Habe ich tatsächlich auch noch ein zweites für einen Kumpel mitgenommen. Diese fand ich jetzt tatsächlich recht cool. Aber ich möchte halt eigentlich wissen, wie es weitergeht. Auch mal schauen. Manga ist ja immer eine gute Quelle, um sowas noch vorzugreifen. Dann, das habe ich übrigens noch mitgenommen, weil ich es eventuell signieren lassen wollte. Aber Claris war Mord und Totschlag und es war unmöglich, da irgendwie an ein Autogramm ranzukommen. Dann, Philipp Moog war da, der Sprecher von dem Hauptcharakter aus Mushishi. Wem das nicht sagen sollte, sollte vielleicht Obi-Wan Kenobi was sagen, Ian McGregor oder als Neil Patrick Harrison bzw. Barney Stinson. Und da ich so meine How I Met Your Mother Phase hatte, hatte ich damals auch das Playbook geholt und dachte, war doch eine coole Idee von der deutschen Stimme, das noch zu signieren zu lassen. Und da hat er mir das eingeschrieben. Das ist auf alle Fälle jetzt ein besonderes Stück. Gut, dann einen Alternativ-Shikishi für die, die keine Autogramme von den Eminence in Shadow Mangaka bekommen haben. Da wurden die Sachen ja vorher verlost, genauso wie von Shunji Ito. Dann Socken brauche ich immer, deswegen habe ich mir gleich zwei Paar von den Animagic Socken geholt. Das ist nochmal ein Dungeon Meshi Poster. Und ich habe mir mal den Animania Kugelschreiber geholt. Das war dann noch in der Tüte mit drin. Die Tagebücher in der Apothekerin. Anime hat mich echt überzeugt. Manga dann wahrscheinlich auch, wenn ich. So, jetzt gab es nochmal einen kleinen Cut, weil jetzt tatsächlich der Speicher voll war. Ja, hier ist nochmal ein Programmheft von der Animagic in nicht zerflattert. Dann, falls ich mal anfangen sollte und weil es einfach ultra cute war, habe ich mir einfach mal den 20. Band von Schulgeist Tanako geholt. Habe ich noch nicht angefangen, aber ich habe die Serie gesehen. Das heißt, ich will mir die Option mal offen halten. Ist das nicht cute? Ja, das ist einfach nur. Das musste ich haben. Ich meine, die Charaktere mag ich ja trotzdem. Dann gibt es hier noch einen Lesezeichen und am selben Stand, wo ich die ganzen Leco Reco Poster bekommen habe, habe ich auch das noch bekommen. Also jede Menge Lesezeichen. Das heißt, ich sollte mal wieder mit Mangas anfangen. Ja, dann gab es noch Postkarten. Postkarten haben wir immer mal gebrauchen von Mushoku Tensei. Von Animeos habe ich hier noch eine Postkarte von einem meiner Lieblingsstudios. Kommt dann eine Serie. Dann ein paar Sachen hatte ich auch mitgebracht. Den Sammelschuber habt ihr ja schon gesehen, aber dann konnte ich auch signieren lassen. Mit der deutschen Stimme von Delta und den Verantwortlichen der Serie. Das gleiche auch bei Oshinoko. Die Sprecherin von Kana war da und Verantwortliche der Serie. Dann gab es großes Pre-Release von Gushing Over Magical Girls und da war wirklich viele Sprecher da von vielen verschiedenen Charakteren. Ich glaube, der einzige Charakter, der hier drauf ist, ist Loco. Nicht drauf ist, ist Loco. Alle anderen, die signiert haben, sind hier auch zu sehen, was ganz cool ist. Definitiv
Auch eine krasse Sache. Und der Andrang war da auch echt heftig. Aber deswegen hat es auch schon keine Folie mehr, aber ich werde es trotzdem noch unboxen. Ich habe auch gar nicht reingeguckt, ich habe mir davon noch gar nichts angeguckt. Und ja, dann bleibt jetzt zu guter Letzt noch das hier. Da habe ich noch das Shikishi quasi mit dazu bekommen, halt nicht signiert. Das hier ist für eine Freundin, das tue ich mal beiseite. Dann waren auch bei Anime House einige Sprecher noch da. Einige, ja, die beiden Sprecher waren da. Das hier noch, also noch mehr Sprecher. Muss ich erstmal quasi erstmal sortieren, organisieren. Dann habe ich jetzt hier noch einfach noch ein weiteres Roh-Shikiji, was dann am Ende noch in die Hände gedrückt wurde. Dann ist hier das Autogramm von dem Dark Souls Mangaka Shonen. Hat mir leider so ein bisschen die Ecke eingeknickt. Dann habe ich noch einen Shikiki mit den ganzen Sprechern. Also bis auf die Hauptsprecherin, die hatte nur noch Zeit im Vorbeigehen quasi ein paar Sammelschuber noch zu unterschreiben. Die musste schon irgendwie wieder weg. Aber von den restlichen Sprechern habe ich noch auf dem Shikiki Autogramm. Auch jetzt noch der Zettel von dem. Dann gab es noch einen Art, wo das nochmal in groß drauf ist, zu dem Manga dazu. Und einen Infinite Kratos auf hier Zettel. Hätte man sich signieren lassen können von Felix Meyer, was glaube ich. Von dem Hauptsprecher, der hier gar nicht mehr drauf ist, ironischerweise. Aber von ihm habe ich mir ja schon Autogramme geholt. Und ein Interview. Verlinke ich mal in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Dann bin ich mit der Beute tatsächlich durch. Das Con-Paket Deluxe zeige ich in einem separaten Video oder vielleicht habe ich es sogar schon bevor das Video hier online kam hochgeladen. Mal schauen. Aber dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ist länger geworden. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ein Einwurf noch hinterher, das habe ich total vergessen. Eine sehr gute Freundin war nämlich ja noch in Japan kurz vor der Animagic und hat quasi beim Ichiban Kuchi in Japan mitgemacht und hat mir das kleine Stückchen hier noch mitgebracht. Und das konnte ich mir auch gleich noch von der Sprecherin von Kana unterschreiben lassen. Das wollte ich jetzt noch schnell am Ende zeigen. Jetzt sollte aber das Video wirklich zu Ende sein. Ja, lange genug. Bis dahin. Ciao. Noch ein kleines Wort hinten dran. Für die, die es interessiert, auf welche Konsens ich gehe und so weiter und so fort, können mir gerne auch auf Instagram folgen. Da seht ihr auch, was ich dann jeweils den Tag anhab. Sprecht mich gerne an, falls ich genervt wirke. Bin ich nicht. Also meistens eigentlich nicht. Und wenn, dann hat es nichts mit euch zu tun. Aber Konsens sind einfach nur wenig Schlaf, viel Anstrengung und Stress, aber auch positiver Stress. Und deswegen sprecht mich ruhig an, wenn ihr mich seht. Und dann vielleicht sehen wir uns ja mal. Bis dahin.